Hallihallo Leute, schön, dass ihr hier seid beim Minecraft. Gut, ich bin wieder hier. Ich habe es endlich geschafft, 8 Blankrohne zu craften. Die werden wir jetzt mal verbauen. Ich hoffe, dass es noch immer so funktioniert. Es ist ja einmal hier rundherum normal. All. Oh, so war es bis jetzt immer. Mal gucken, ob es noch immer so der Fall ist. Weiß nicht, wir sehen es dann auch gleich. Immer einsammeln. Dann hier 8 Stück. Sollte ja, glaube ich, genügen. Mich verzählt habe. Warum zum Teufel kann ich nicht fliegen? Entschuldigung, muss das sein. Ich brauche ein Bett. Von außen schnell schlafen. Dann kann ich wieder fliegen. Wir müssen auch die Enderdrachen mal töten, dann können wir uns eine Ender-Wildingsbumske machen, dann haben wir auch kein Problem mehr. Dann wieder fliegen, gut. Heißt, das liegt wirklich an dem. Ah, okay, mit einer Fackel drauf. Du bist drin auch schlicht. Interessant. So, es ist dann im Normalfall ja so. Da, tak, tak. Zack. Dann sollte das Tier 2 sein, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau, Tier 2. Perfekt. So, und da brauche ich jetzt dann, wie viel waren das? 3000 LP. Also, wir werden jetzt noch ein bisschen fressen. 16 Stück haben wir noch drin. Damit ich mich wieder ein bisschen schlitzen kann und wehtun kann. So, so, so. Mal warten und gleich wieder fressen, wenn das braucht. 3000 ist halt schon eine Hausnummer, also am Anfang. Wohlgemerkt. Später dann ist es kein Problem mehr, dann kann man ja den Alter sogar erhöhen und dann ist alles egal. Automatisiert man das Ganze auch. Das ist das Schöne daran. So, es geht noch. Nur nicht verklicken. So, 2800, wir haben es gleich. Mal schnell fressen. Dann noch einmal klicken und dann haben wir es. Zwei so. Und dann jetzt hier das rein. Oh, what the fuck soll das? Ist aber jetzt nicht in Ernst, oder was? Ein kleiner Mini-Zombie hat mich jetzt einfach getötet. Ach, Geige, du. Ich wusste gar nicht, dass es geht, dass der da rauskommt. Fuck, ey. Warum? Warum, mein Junge? Warum? Echt eine Freiheit. Ganz ehrlich. Nicht normal, sowas, die Jugend von heute. Das kann sie einfach nicht sein. Kommt einfach rausgeschossen und tötet mich. Spinne. Komm du mal her, hier, Spinne. Hallo Spinne, kommen Sie bitte mal trotzdem zur Anmeldung. Ist nur jetzt hin. Da. Jetzt sollen wir hier innen aber umbauen, dass wir sagen, hier und hier. Beziehungsweise hier machen wir sowieso eins niedriger, weil das ist schon ein bisschen hoch. So, so. Dass wenn die hier spawnen, dann hier hinkommen. Das heißt. Da so eine Art Mauer, dass sie, wenn sie hier kommen, hier hinlaufen müssen und da dann sozusagen getötet werden. So, wir haben das Schwert. Den sollte das klappen, wenn wir das jetzt hier rein tun. Und hier sagen Always on. Oben rechts, so mit Rechtsklick. Ne, mit Linksklick schlagt man, gell? Ja. Gott, verschwinde jetzt, Junge. Komm her. Ich hasse diese. Weil die haben irgendwie so ein Speed drauf oder sowas. Keine Ahnung, was die da haben. Gucken wir mal. Wir haben jetzt hier an LB 200. So, wenn da drin mal was spawnt. Irgendwann mal. Das dann hier hingeleitet wird. Getötet wird. Müsste ja hier mehr werden. Sollte. Das ist wieder so eine Sache, gell? Sollte mehr werden, aber wenn es halt nicht wird, wird halt nicht. Schwer zu automatisieren so. Weil ja auch nichts spawnt, das ist das nächste natürlich. Bei denen mal wegtun sollte. Aber hier ist sonst noch ein Fackeln. Nee, eigentlich nicht.
So, der sollte jetzt eigentlich geschlagen werden. Ah, jetzt wird er geschlagen. Jetzt müsste ich rein. Nein. Oder wenn er getötet wird erst. Ja, viel abziehen tut das halt nicht, gell? Oh. Der andere geschlagen. Komm, einer muss sterben, damit ich weiß, ob geht. 200, nein. Wenn ich es aber mache. Halt du mal auf kurz. Dann geht's wahrscheinlich. Okay. Also ich muss wirklich selbst schlagen, die Mobs. Was natürlich doof ist, ganz ehrlich. Das ändert halt natürlich den Plan enorm. Interessant. Komm her, Enderman. Will dich töten. Interessant, interessant. So, wie werden wir das jetzt angehen? Also es ist so, dass ich die Mobs selbst töten muss. Gut, interessant. Das heißt, die spawnen hier. Müssten dann eindeutig hier nach vorne kommen. Das machen sie aber nicht. Weil sie kein Interesse daran haben. Vermutlich. Bei, naja, okay, wenn wir alles überall in Dinge reintun, dass sie angezogen werden, schon. Dann müssten wir aber trotzdem hier gucken. So. Dass sie dann wirklich da vorne stehen. Ja, nicht so machen. Wenn der Raum dadurch jetzt kleiner wird, aber ist auch egal. Steht, dass sie da vorne stehen. Ich sie da dann schön töten kann. Nehmen wir noch ein bisschen Stein. Dann hier noch ein Stein, dann passt das. Spawnen sie hier, wenn sie angezogen. Und rein theoretisch, wenn alles richtig ist, hierzu. Ja, ist tiefer gemacht, dass ich hier stehen kann. Hier kann ich eigentlich aufmachen, dass ich mehr Platz habe. Weil wenn ich hier stehe, wäre es interessanter. Heißt, ich baue das noch eins weiter vorne. Heißt, dass ich hier so. So, das heißt, sie kommen hier nach vorne. Ich mache hier zu. So. Dann brauche ich aber noch so Slabs. Kann ich rein durch die Schatten nehmen. Ist ja egal, was die bestehen. So, und dann kann ich sie hier killen. Perfekt. Was mir nicht gefällt, ist das. So. Wo bin ich? Natürlich komme ich jetzt genau da rein. Wenn ich jetzt den weg tue und den weg tue. Ist hier innen noch immer. Voll Licht. Das finde ich interessant. Raus hier. So, und jetzt könnte ich reinrechnerisch hier. Genau, so in etwa haben wir mir das vorgestellt. Dass die hier angezogen werden und ich kann sie hier töten. Oder besser ist nur. Die Items. Vakuum-Chest. Vakuum Chest hier. Dafür brauchen wir wieder so ein Pulsated Crystal. Kriegen wir sogar. Perfekt. Aber dass das funktioniert mit der Vakuum Chest, wie ich mir das jetzt vorstelle. Gut, die saugt die Items einfach auf. So, Skeletten. Habe ich einen Creeper hier schon drin? Genau. Skelett und Creeper habe ich hier drin. So, und damit füllt sich hier natürlich das Leben Dingsbums auf. Genau, perfekt. Müsste natürlich auch noch die anderen Mobs hier mal rein tun. Dieses Soulwife, dann werden wir das gleich mal so machen. Reingehen. Gucken, was ich noch nicht hab. Sie noch rumschwebt hier drin. Komm. Waren das jetzt Zombie, okay? Das haben wir noch nicht. Komm. Geh mal lieber raus. Zombie, Spider und mehr habe ich nicht. Enderman wäre noch interessant gewesen, aber ich glaube, da habe ich sogar noch was.
mal gleich gucken werde, habe ich das wahrscheinlich nur irgendwo im System. Soul da. Witches spawnen ja auch. Enderman mit der Skelette Witches. So, die zwei nehmen wir noch mit. Kann man nämlich die auch noch hier rein tun. Dann werden die auch angezogen. Was natürlich jetzt wieder brauche ich zu fressen. Den will er jetzt nicht. Ich bin trotzdem noch zu weit weg auf einer Seite. So, mit der Spinne habe ich natürlich dann Probleme, weil die halt nach oben gehen. Die kriege ich nicht. Aber, ja, okay, egal. Brauchen wir ihn nicht. Das heißt, können hier wieder weiterhin Steine rein tun. Da werde ich einen Hopper nehmen. Geht das? Ein Hopper? Aber zack. Und auf der anderen Seite brauche ich dann wieder eine Pipe mit einem Filter. Beziehungsweise, Leute, wie gesagt, das werde ich dann offline dann ein bisschen alles umbauen. Ich glaube, das am Anfang ist es ja eh nicht so interessant. Brauchen Basic Filter. So. Zack. Gut, da brauche ich gerade meinen Hopper wieder. Kein Eisen. Echt jetzt? Was hast du denn für ein Problem? Ich habe doch genug Eisen. Der Typ, ey. Ein Filter, ein Hopper wollte ich haben. Und eine Kiste. Kraft, ja, der eine, wenn du keine hast, Junge. War es ja nicht, was du für ein Problem hast. Die Kiste hier hin. Eine Item Pipe sollte ich ja am Mann haben. Zack, da kann man die wieder wegtun. Ein Hopper kommt auf die andere Seite hier. Dann können wir hier mal Steine tun. Ich hoffe, dass der wirklich nur mal eins reinpackt. Dann kommst du da raus. Dann sagen wir hier, ex. Was hat denn jetzt gemacht? Das. Und das. Achso, nee, das ist ein Rainforest. So, der Witch kämpft da rum. Er hat einen Rainforest gemacht, oder? Zweimal drin hat er, okay. Mach den mal fertig, bitte. Interessant. Achso, er packt doch den ganzen Stack rein. Also ich persönlich kann nur einen reinhauen, aber der Hopper kann den ganzen Stack reinhauen. Interessant, oder? Mal wieder so typisch. Kacke. Komm, spawnt. Gib mir LP. Ah, natürlich wieder nur einer. So. Ich denke, da oben landen, aber mache ich auch nicht. Also, egal. Richtig XP wenigstens? Nein. Ja, da muss ich mir offline was einfallen lassen. Das mit den ganzen Dingen hier. So ist es ja eine gute Idee, aber wenn der wieder alles reinwirft. Braucht man wieder irgendein System, dass er wieder nur Eis reinwirft? Also, Filter und den da. Oh, ist mir egal. Und wenn ich jetzt rein durch stehen da reinpacke, muss ich dann rausziehen. Und hier sag, always active. Und hier sag, insert. Zack, genau. Jetzt ist ein paar LP gekostet, aber ist auch nicht so schlimm. So. Kriegen wir gleich wieder. Spinne bleibt hier. Warum? Jetzt wird da oben alles voll mit Spinne sein, ey. Gut, Problem ist jetzt wirklich, dass ich hier. Oh, wie kann man das am besten machen? Und jetzt habe ich den Vorteil, ich kann hier einfach zwei reinwerfen. Und dann sagen, pop, pop, zack, sind beide weg. Der hat noch 200. Komm her da, stirb einfach. Zombie. Zu weit weg. Ja, ein, ich bin ein rein. Komm her, Zombie. Sei doch nicht so. Lass dich töten, Junge. Gott, stehst du wieder? Zombie da. Wieder 1000. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist ätzend, ätzend, ätzend. Wie könnte man das wirklich?
Ich habe schon eine Idee, wie ich das machen könnte. Einfach einen normalen Spawner nehmen. Und einfach zum Beispiel Villager spawnen, weil die geben am meisten RP. Nur wie kann ich die automatisch töten? Außer mit einem Ritual. Ritual, das wäre natürlich. Da muss ich gucken, welches Ritual dafür zuständig war. So verschiedene Rituale, die es dann zulassen, dass Mobs automatisch getötet werden. Wir haben einen Ritualstein, das ist ja klar, den brauchen wir. Aber ein Tier kriegen wir, den kriegen wir schon am Anfang an, okay, das wäre kein Problem. Dann brauchen wir noch diesen Ritual Diviner, glaube ich, und da fängt es dann. Den Scheiß kriegen wir erst ab 3. Genau, das ist das Problem, wir müssen auf Tier 3 erstmal. Weil da können wir erst die Farbstoffe machen. Okay, das kostet Tier 4 sogar. Und diese Frage, was wir jetzt wirklich brauchen an Farben. Aber das müssen wir mal gucken. Air, Water, Lavasittel, Void. Oh, interessant. Green Glow, Bloodlamp, Magnetismus, was heißt Haste, Fast Miner, sagt man nix. Phantom Bridge, also das ist das Wirbelwind, ist klar. Burschen sagt man auch nix, sagt man auch nix. Sigil of Holding, okay, ja. Teleport-Sigil, ja. Klar, sagt der Name schon. Also, was kostet denn das? Es ist so ein Dings. Okay, können wir rein theoretisch auch schon machen, aber. Was ist da der Unterschied? Eigentlich egal. Da ist dasselbe. Braun. Tier 4. Fucking, ey. Nee, was, hä? Okay, das ist doch ein besserer. Der. Da brauchen wir Tier 3. Tier 3, also mit Tier 3 geht sich's auch aus. Brauchen kein Tier 4. Demon Blood Shard, okay, das kommt alles später. Das ist auch die Sache. Ist ein langer Weg noch bis dahin, wo ich hin möchte. Also ich möchte das so weit haben, dass das funktioniert, ohne dass ich da ewig Mobs jetzt killen muss. Interessant, wir halt, ja, aber. Der Mechanical User kann das halt nicht, gell? Das wird dann in meinem Blutnetzwerk gespeichert. Das heißt, so kann man das nicht automatisieren. Ist doof. So, 3 Stück. Hier rein. Zack. Reiner mit der. Genau, wer schmeißt da drin wieder mit irgendwelchen Dinger rum? Okay, so ein komisches Gedöns da, so ein Vieh. So ein Blaze. Interessant, der hat mich getroffen. Durch die Luke. Durch die Luke. Blub. 9. Das heißt, es wird ewig dauern, die ganzen herzustellen. Tja, das Problem ist, die kriegen wir aber nur so, gell? Consume Drain 5 LP standardmäßig, okay. 10 dauert das so lange. Das heißt, es wird nichts anderes überbleiben, als jetzt selbst hier zu stehen und da weiterzuarbeiten. Es ist wieder Nacht. Den kann ich nicht fliegen. Dann weiß ich, was ich zu tun habe. Also Leute, dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Ganzen. Bleibt dran, macht's gut und haut rein. Tschüss!